Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RKH Kliniken, ich wende mich an Sie nicht nur als Mitglied des Aufsichtsrats der Klinikholding, sondern auch als Oberbürgermeister von Mühlacker, also im Namen unserer Bürgerschaft. Weihnachten als Fest der Liebe steht in unserer Gesellschaft traditionell sehr hoch im Kurs. Weihnachten bedeutet für Sie, liebes Klinikpersonal, schon seit jeher Schichtdienst und die Sorge und Fürsorge für die Patienten, insbesondere auch an den Weihnachtsfeiertagen. Dieser selbstlose Dienst am Nächsten erfährt in der Corona-Zeit eine nicht gekannte öffentliche Aufmerksamkeit und Bedeutung. Diese Aufmerksamkeit und die Anerkennung waren längst überfällig. Und es ist eigentlich traurig, dass es erst einer Pandemie bedurfte, damit insbesondere auch die Politik und die Medien den hohen Stellenwert ihrer Arbeit erkannt haben. Der Bevölkerung war dies schon immer klar, denn nicht umsonst haben wir als Kommunalpolitiker und Kreisräte darauf gedrängt, dass die Krankenhäuser wie hier in Mühlacker dezentral und gut erreichbar erhalten bleiben müssen. Ich möchte Ihnen allen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in all Ihren verschiedenen Funktionen ganz herzlich danken und Ihnen und Ihren Liebsten trotz der extremen Belastungen eine ruhige und besinnliche Momente in der Weihnachtszeit wünschen. Wir wissen zu schätzen, dass wir Ihnen das Höchste zu verdanken haben, nämlich die Sorge und Fürsorge um unsere Gesundheit und unser Leben. Herzlichen Dank und alles erdenklich Gute.